Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Google Play Store Karte einlösen und somit natürlich auch sein Guthaben richtig aufladen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe mir mal so einen 15-Euro-Gutschein gekauft, den ich jetzt natürlich auch bei mir im Play Store einlösen möchte. Und das Ganze funktioniert natürlich relativ ähnlich, wenn wir den Code von unserer Gutscheinkarte per E-Mail oder am Kassenbon haben. Danach können wir das Ganze übrigens auch nicht nur am Play Store, sondern normalerweise auch direkt in Apps wie zum Beispiel Spielen oder YouTube Premium Filmen einlösen. Zuerst mal muss ich an meinem Smartphone den Play Store öffnen. Rechts oben haben wir dann normalerweise auch unser Logo, wo ich mal draufklicken kann. Danach hier auf den Reiter Zahlungen und Abos draufklicken und hier unten sehen wir auch schon Code einlösen. Da haben wir jetzt nämlich die Möglichkeit, dass wir unseren Code manuell eingeben oder wir scannen das Ganze mit der Kamera, was ich gleich auch machen werde. Zuerst müssen wir unseren Code aber noch freilegen. Hierfür normalerweise die Geschenkkarte einfach mal abziehen, das Ganze umdrehen und dann können wir hier oben nämlich auch schon das Feld erkennen, das jetzt verdeckt ist. Früher war es so, man konnte mit der Münze das Ganze hier frei rubbeln. Das geht normalerweise immer auch noch recht gut oder wir machen es etwas einfacher und ziehen einmal diese Beschichtung noch etwas ab. Danach, wie gesagt, einmal auf Geschenkkarte scannen, klicken und dann müssen wir natürlich das Feld auch noch richtig hinhalten. Das sollte jetzt, denke ich, auch passen. Und ich muss hier mal noch auf Foto draufklicken, mit OK bestätigen und das Guthaben wurde auch schon meinem Konto zugeschrieben. Hier unten muss ich auf den blauen Button jetzt auch noch bestätigen und danach können wir jetzt auch schon testen, ob es wirklich dem Konto gut geschrieben wurde. Hier bekommen wir noch einmal die Bestätigung. Ich klicke auf OK und bei meinen Einstellungen gehe ich jetzt noch einmal auf Zahlungsmethoden. Und wir können auch schon sehen, dass unser Google Play Guthaben 15 Euro beträgt. Und somit haben wir jetzt auch schon so eine Guthabenkarte richtig verwendet. Wenn du dir übrigens auch so einen Gutschein für dich oder für Freunde zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.